Wir haben jetzt also gesehen, was im Prinzip ein Retrieval-Modell ist, also das ist ein Tripless aus zwei Repräsentationsgedanken. Einmal, wie repräsentiert man Dokumente und wie repräsentiert man Anfragen und eben einer Scoring-Funktion, einer Relevanzfunktion Roh, die dann sagt, wie gegebenenfalls ein Wert für die Relevanz für ein Dokument D zur Query Q in repräsentierter Form berechnet wird. Dann hatten wir gesehen, dass es im Prinzip drei größere Gruppen gibt von Retrieval-Modellen, die empirischen, die probabilistischen und die generativen. Wir werden uns jetzt im ersten Teil dieses größeren Abschnitts mit den empirischen beschäftigen, konkret mit dem Boolschen und dem Vector-Space-Modell. Danach gibt es einen neuen Abschnitt zu probabilistischen Modellen, also Binary Independence und Okapi. Und dann gucken wir uns danach noch diese generativen an, diesen Teil dazwischen zu LSI und ESA, den werden wir wahrscheinlich überspringen. Gut, was waren diese empirischen Modelle, beziehungsweise, wenn Sie sich erinnern, so an die Historie, das Boolsche war ja so mit eins der ersten. Und die Grundlage bei den empirischen Modellen ist im Prinzip, dass man ein Dokument erstmal als Bag of Words betrachtet. Das hatten wir ja quasi auch in dem Überblick noch gesehen, dass das so eine Art dekonstruktivistische Sicht auf die Dokumente ist. Das heißt, im Prinzip nehme ich ein Dokument und extrahiere da Indexterme draus. Und mich interessiert eigentlich gar nicht mehr so richtig, in welcher Reihenfolge die Terme dann sozusagen in den Sätzen oder im Dokument selbst angeordnet waren. Zusätzlich kann ich natürlich immer Positionen haben, sowas wie Proximity oder so zu bestimmen, aber mich interessiert jetzt nicht ganz genau die Folge der 1000 Wörter, die in einem Dokument vorkommen. Eine Dokumentrepräsentation ist dann erstmal eine Gewichtung der Indexterme für das Dokument D. Und die unterscheidenden Faktoren für die empirischen Modelle sind im Prinzip die Art, wie man die Termgewichte ausrechnet für die Indexterme, also im Prinzip die Dokumentrepräsentation, die Art, wie man eine Anfrage repräsentiert. Oft wird die Anfrage so ähnlich repräsentiert, wie man auch das Dokument selbst repräsentieren würde, aber man kann da auch unterschiedliche Varianten wählen. Und als dritter wichtiger Faktor im Prinzip die Relevanzfunktion selbst, also das Roh. Ist jetzt nicht so überraschend, dass man eben sagt, die Dokumentrepräsentation, die Anfragerepräsentation und die Relevanzfunktion, das sind so die Sachen, wie ich empirische Modelle voneinander unterscheide, weil es ja gerade die drei Komponenten sind, die ein Retrieval-Modell ausmachen. Aber am Ende ist oft auch noch sowas, dass man sich fragen könnte, wie würde das Ergebnis, die Ergebnismenge eigentlich zusammengesetzt? Das könnte auch noch was sein, was verschiedene empirische Modelle tatsächlich unterschiedlich handhaben. Wie gesagt, wir werden uns dann jetzt zwei im konkreteren Sinne anschauen. Boolsches und Vector-Space-Modell. Das Boolsche Retrieval-Modell ist eines der einfachsten, eines der ersten. Es hat eben die drei Komponenten Dokumentrepräsentation, Anfragerepräsentation und Relevanzfunktion, wie jedes Retrieval-Modell. Und wenn man sich das konkret anschaut, ist es beim Boolschen Retrieval oft so, dass man als Indexterme erstmal nur Nomen und die Nomen auch nur lemmatisiert in Form von Wortstämmen als Indexvokabular, als Terminologie aufnimmt. Das heißt, alle anderen Wörter sind beim Boolschen Retrieval oft außen vor gelassen. Varianten gibt es natürlich, dass man sagt, ich nehme jedes Wort auf oder so, aber grundsätzlich in der historischen Originalvariante sozusagen würde man sagen, es sind erstmal nur Nomen, nach denen ich suchen kann und die ich benutze, um das Dokument zu repräsentieren. Und wichtig, die Art der Repräsentation ist, dass ich mir eigentlich für jeden Indexterm nur aufschreibe, ob er im Dokument vorkommt oder nicht. Also im Prinzip in der Term-Dokument-Matrix nur Nullen und Einsen, die dann eben sagen, wenn der Eintrag des Termes I für das repräsentierte Dokument sozusagen 1 ist, dann heißt das, der Term kommt im Dokument vor. Wenn der Eintrag 0 ist, dann heißt das, der Term kommt nicht im Dokument vor. Und wie oft er im Dokument vorkommt, ist erstmal nicht interessant. Anfragen selbst werden dann im Prinzip so ähnlich interpretiert, wie man Formeln schreiben würde. Also deswegen heißt das Ganze auch Boolsches Retrieval, von den Boolschen Formeln abgeleitet. Man hat im Prinzip ein Alphabet, was mir die elementaren Ausdrücke sozusagen angibt, die ich in den Formeln benutzen kann. Und das Alphabet ist einfach die Terminologie, also die Terme, die ich im Index habe. Das ist das kontrollierte Vokabular, also die M-Terme, die ich sozusagen in den Index gepackt habe. Das sind auch die, die ich als Elementarausdrücke in den Formeln benutzen kann. Und dann kann ich die Ausdrücke, elementare Ausdrücke und
noch größere Ausdrücke und so weiter mit logischen Operatoren verknüpfen. Und da reicht ja, wenn Sie sich erinnern, sowas wie und, oder und nicht aus. Und ich mache natürlich das Ganze noch durch Klammern kenntlich, in welcher Reihenfolge irgendwas gebunden werden soll. Aber im Prinzip schreibt man Anfragen beim Boolean Retrieval-Modell wie Formeln, nur dass eben die elementaren Komponenten Terme sind und nicht irgendwie Wahrheitswerte oder sowas. Und die Relevanzfunktion, wenn ich jetzt also weiß, wie Dokumente und wie Anfragen repräsentiert werden, interessiert uns noch die Relevanzfunktion. Die Relevanzfunktion ist eine Art, die Formel zu interpretieren, basierend auf der Repräsentation eines Dokuments. Und man sagt dann also, die Relevanzfunktion des Boolean Retrievals ist einfach die Interpretation der Anfrage im gegebenen Dokument. Und das heißt, ja, Interpretation von Boolschen Formeln, wenn Sie sich erinnern, da gibt es ja quasi nur am Ende True oder False, was rauskommen wird. Und ich nehme jetzt also die Dokumente in die Ergebnismenge auf, bei denen diese Interpretation 1 zurückliefert, also den Wert 1 zurückliefert. Also Rho von der repräsentierten Anfrage und dem repräsentierten Dokument muss 1 sein, also die Anfrage durch das Dokument interpretiert, ergibt 1. Alle Terme kommen vor, kann man sich so vorstellen. Dann habe ich das im Prinzip in der Ergebnismenge. Alle Terme kommen vor, ist jetzt ein ganz kleines bisschen ungenau, weil es kommt ja darauf an, wie die Formel tatsächlich aufgebaut ist, aber im Prinzip muss die Formel erfüllt werden durch das Dokument, also durch das Vorkommen der Terme im Dokument. Na gut, schauen wir uns für ein Beispiel ein bisschen genauer an. Also angenommen, wir haben nur drei Terme, also Terminologie bzw. Vokabular, was nur drei groß ist. Und wir fragen uns jetzt, was ist denn dieses gelb hervorgehobene, schraffierte, könnte man vielleicht auch sagen, was ist das für eine Anfrage? Also wenn ich sage, ich habe irgendwie einen Term T1, einen Term T2 und einen Term T3, diese Menge, die jetzt hier so ausgeschnitten ist durch dieses Gelbe, was wäre das für eine Anfrage? Was für eine boolesche Funktion wäre das, wenn ich es mit T1, T2 und T3 ausdrücken müsste? Nehmen Sie sich mal einen Moment Zeit, versuchen Sie es mal auf einem Zettel mit einem Stift hinzuschreiben. Das ist im Prinzip ein kleines Logik einmal eins. Halten Sie dazu am besten den Screencast einfach an, dann können Sie es einfach mal kurz probieren. Haben Sie die Anfrage rausgekriegt oder eine Idee? Im Prinzip könnte man ja, wenn Sie sich erinnern, wie man es vielleicht bei der Logik, Formelaufbau, Modellierung irgendwie gelernt hat, könnte man es so machen, dass man sagt, okay, ich schreibe mir erstmal so eine Art disjunktive Normalform beispielsweise auf und sage, na, dieser Teil hier, den ich gerade umrande, das ist also T1, aber nicht T2 und auch nicht T3. Also T1 und nicht T2 und nicht T3, das wäre dieser große links oben gelegene gelbe Teil. Dann habe ich einen Teil T1 und T2, aber nicht T3. Das wäre dieser Teil hier, also der obere Teil des Schnitts von T1 und T2. Und dieser hier, das ist der Durchschnitt von allem, also T1 und T2 und T3. Das wäre jetzt hier die disjunktive Normalform, eine kanonische disjunktive Normalform, die ich einfach ablesen würde. Wenn man das jetzt quasi ausmultipliziert, in Anführungsstrichen, könnte man als Kurzfassung beispielsweise diese Anfrage hier rauskriegen. T1 und T2 oder nicht T3, wobei das geklammert ist. Das wäre also die Anfrage, welche Variante man jetzt nimmt, ist erstmal egal. Die hier ist deutlich länger als die, aber dieses Zeichen hier deutet es an, die sind beide logisch äquivalent. Also im Boolschen Retrieval kommt es irgendwie nur darauf an, dass man Formeln sozusagen aufschreiben kann und jetzt als elementare Bestandteile der Formeln hier das Vorkommen von Termen benutzen kann. Wobei dann eben bedeutet, T kommt vor und nicht T kommt nicht vor. Ganze war immer noch ein bisschen abstrakt. Schauen wir uns für ein konkretes Beispiel an. Also etwa ein Dokument, was repräsentiert ist als der Term Chrysler kommt vor, der Term Deal kommt vor, der Term USA kommt vor, China nicht, Katze nicht, Sales kommt vor, Dog nicht und alles mögliche andere dann. Und als Anfrage, was so ähnlich aussieht wie die Anfrage von eben, die Anfrage wäre also USA und Hund oder nicht Katze. Wenn man das Ganze ausmultipliziert, kommt man wieder auf so eine Art kanonische disjunktive Normalform, hier wieder angedeutet durch die Äquivalenzzeichen. Also USA und nicht Hund und nicht Katze oder USA und Hund und nicht Katze oder USA und Hund und Katze. Und die Frage ist jetzt, wenn ich das hier als Interpretationsfunktion wähle, was kommt denn für diese Anfrage für einen Wahrheitswert raus? Und wenn man genau hinschaut, also müssen wir jetzt hinschauen auf die Terme USA, Hund und Katze. USA kommt vor, Hund kommt nicht vor und Katze kommt nicht vor.
Aber wenn wir zum Beispiel die Kurzfassung hier oben wählen, da steht ja ein und von USA und was anderem. USA kommt vor, vorderer Teil ist also erfüllt. Muss ich jetzt nur noch den hinteren Teil anschauen, das ist eine Disjunktion. Also Hund kommt nicht vor, okay, ist falsch. Aber Katze kommt auch nicht vor, nicht Katze ist dann also wahr. Das heißt, das hier hinten wertet zu wahr aus, USA ist wahr gewesen, beide Teile der Konjunktion sind wahr. Also insgesamt würde dieses Dokument D, was hier als Fett D repräsentiert wird, für die Anfrage zurückgeliefert, weil nämlich eben die Interpretation von USA 1 ergibt, die von Hund 0 und die von Katze 0. Aber es ist ja wichtig, dass nicht Katze, also eben nicht Katze, würde dann 1 ergeben. Das heißt, das Dokument D würde im Boolschen Retrieval-Sinne für diese Anfrage hier zurückgeliefert werden. Jetzt sieht man schon gleich den großen Nachteil, über den wir auch schon mal kurz beim Aufbau des Index gesprochen haben. Wenn ich also in die Term-Dokumentmatrix sozusagen nur Nullen und Einsen geschrieben habe, dann haben wir uns schon mal kurz vergegenwärtigt, dass es dann schwierig wird, Dokumente zu ranken. In dem Fall hier ist es auch tatsächlich so. Ich könnte jetzt nur wissen, dass das Dokument, was ich eben so repräsentiert habe, tatsächlich zurückgeliefert wird, aber ich weiß noch nicht, auf welchem Rang. Das heißt, ein Ranking ist erstmal wahrscheinlich nicht möglich beim Boolschen Retrieval, einer der großen Nachteile. Okay, wenn Sie sich jetzt gefragt haben, ich habe jetzt immer diesen Begriff der logischen Äquivalenz benutzt, ja, was heißt das eigentlich? Versuchen Sie nochmal kurz drüber nachzudenken. Im Prinzip, im Logiksinne heißt das ja, dass die beiden Funktionen oder die beiden Formeln die gleiche Wahrheitswertetabelle haben. Ansonsten kann man eine boolsche Anfrage immer in disjunktive Normalform umformen, so wie man auch eben logische Formeln immer in disjunktive Normalform umformen kann und kann dann jeden disjunktiven Teil im Prinzip parallel an den Index stellen, also so eine Art Parallelverarbeitung der Anfrage, der verschiedenen Teile der Anfragen hinbekommen. Wenn ich so eine kanonische disjunktive Normalform habe, wo ich also in jedem disjunktiven Teil tatsächlich dann alle Variablen sozusagen drinstehen habe, dann wird auch garantiert sein, dass ich für jeden Teil ein Dokument immer nur genau für einen dieser Teile gegebenenfalls zurückgebe, also jedes Dokument nur einmal in die Ergebnismenge kommt und dann muss ich nicht nochmal Duplikate aus der Ergebnismenge entfernen, wenn ich also die kanonische disjunktive Normalform angewendet habe, um die Anfrage zu interpretieren. Gut, wie sieht das Ganze praktisch denn aus? Also wir hatten jetzt so ein Beispiel gesehen. Im Prinzip ist sowas Boolsches Retrieval sowas ähnliches wie Malen nach Zahlen, nur dass es hier eben Suchen nach Zahlen ist. Man muss die Anfrage wahrscheinlich mehrmals umformulieren, wenn man nicht besonders erfahren ist. Schauen wir uns ein Beispiel an und schauen uns an, was passiert. Wir wollen Seiten über einen der Präsidenten der USA, nämlich Lincoln, Abraham Lincoln, finden. Und im Prinzip, was man sucht, ist vielleicht so ein bisschen was Biografisches zu ihm oder so. Und könnte man anfangen und sagen, wir nehmen mal die Anfrage Lincoln. Was zurückkommen wird, sind viele Seiten über Autos, weil es nämlich auch mal eine Autofirma gab, die Lincoln hieß. Es gibt Orte, die nach ihm benannt sind und eben auch nicht nur den Abraham Lincoln, sondern auch ein paar andere Personen. Das heißt, es ist jetzt noch zu unspezifisch, es kommen zu viele Ergebnisse zurück. Die Anzahl der Ergebnisse ist zu unüberschaubar, man kann sich nicht alles anschauen. Denken Sie dran, es wird ja nicht gerankt. Also die Grundannahme ist, dass ich mir dann am Ende wahrscheinlich alles anschaue, was in der Ergebnismenge vorkommt. Deswegen möchte ich möglichst wenig haben. Das heißt, ich werde meine Anfrage spezifischer machen. Wie macht man eine boolsche Formel spezifischer? Naja, ich habe noch eine Konjunktion, die ich dranhänge und sage, okay, ich will nicht irgendwas über Lincoln, sondern ich will was über den Präsident Lincoln haben. Könnte jetzt immer noch ein Ergebnis sein, sowas wie, dass Ford eben sagt, dass der Vorstand, der Präsident dieser Autofirma Lincoln Mercury jetzt eben jemand anders ist. Das ist wieder was über die Autos. Also Präsident alleine reicht nicht. Ich bekomme zwar weniger Treffer, also die Zahl der Treffer wird kleiner, aber ich sehe sowas wie, das hier kommt vor. Okay, jetzt will ich also Präsident Lincoln suchen, aber irgendwie nicht Automobile oder Autos. Was dann verloren geht, wenn ich also nicht Car mit hinten dran konjugiere, ist dann sowas wie Dokumente, in denen drinnen steht, dass als er gestorben war, Lincoln dann in seinem Trauerzug, dass es da neun Pferdewagen gab. Weil hier das Wort Car wieder vorkommt. Also ungünstig, Car sollte man tatsächlich wieder weglassen. Dann offenbar Automobile geht, das schließt auf jeden Fall Autosachen aus, die im Sinne von Automobile gemeint sind, weil es wahrscheinlich zu Lincolns Zeit noch nicht so richtig Automobile gab. Das heißt, die Anfrage wird noch komplexer. Man sagt, okay, ich will Präsident und Lincoln, aber nicht Automobile und ich will was über Biografie, Leben, Geburtsort oder Gettysburg, die Schlacht von Gettysburg oder sowas haben. Jetzt stellt man fest, gar keine Treffer mehr, also
Mal nach zahlenmäßig habe ich jetzt, oder suchen nach zahlenmäßig, habe ich festgestellt, ich habe meine Anfrage immer spezifischer gemacht, die sind immer weniger geworden, passte immer ein bisschen besser, aber jetzt habe ich plötzlich gar keine Treffer mehr. Muss ich also wieder zurückgehen und sagen, naja gut, das hier war ein bisschen sehr eingeschränkt, Biography und Leben, Life, Birthplace und Gettysburg. Naja, es reicht mir, wenn es eins von denen ist. Dann verodere ich das hier hinten wieder. Jetzt stelle ich fest, okay, eins der Ergebnisse ist irgendwie so ein Werbeding. President's Day, Activities, das Leben von Washington wird genannt, Abraham Lincoln wird auch irgendwo genannt, aber es hat nichts miteinander zu tun. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Uah, Bootsches Retrieval ist nicht so leicht. Da muss man ein Experte sein und ziemlich genau wissen, was vielleicht in der Kollektion alles vorkommt. Und die Anfrage zu bauen ist jetzt nicht so ganz straightforward, wie man es vielleicht von Googlen, Bing, DuckDuckGo, Yandex, Baidu oder so gewohnt ist. Bootsches Retrieval also hat eine gewisse Anforderungshöhe, eine gewisse Einstiegshürde auch. Ist nicht das Leichteste. Man sich also darüber Gedanken macht, was jetzt Vor- und Nachteile von Bootsches Retrieval sein könnten. Ein Vorteil ist, im Prinzip kann ich eine beliebige Präzision erreichen, also eine beliebige Genauigkeit meiner Anfrage. Im Prinzip kann ich für jede Teilmenge der Dokumente einer Kollektion eine Anfrage bauen, sodass nur noch diese Teilmenge zurückgeliefert wird. Es wird halt nur eine relativ lange Anfrage mit vielen Uns und Oders sein. Ein Vorteil ist noch, dass ich auch im Prinzip sowas wie Felder haben kann. Also ich kann natürlich auch Dokumentmetadaten wie wann wurde das initiiert, was für ein Typ ist es oder sowas mit aufnehmen. Das haben wir jetzt hier in den Beispielen erstmal nicht gesehen, aber das kann ich einfach mit aufnehmen. Und ansonsten lässt es sich natürlich sehr leicht und auch effizient implementieren. Wir hatten gesehen, wenn ich so eine kanonische disjunktive Normalform beispielsweise wähle, die ganzen Teile kann ich einfach parallel an den Index stellen. Also da muss ich gar nicht so lange drauf warten. Nachteile gibt es natürlich auch und die Nachteile überwiegen im Großen natürlich irgendwie die Vorteile im Sinne von für Websuche ist das jetzt nicht so geeignet, Bootsches Retrieval. Die Effektivität hängt nämlich sehr stark vom Nutzer ab. Also wie gut kann ich Anfragen bauen? Die Anfrageformulierung selbst ist irgendwie ein relativ nerviger Prozess, hatten wir auf der Folie eben gesehen. Wenn man sich gut damit auskennt, dann kriegt man es einigermaßen hin, aber ansonsten kriegt man es nicht so gut hin. Im Bootsschen Retrieval gibt es nicht so richtig die Möglichkeit, Terme zu gewichten. Also ist ja nur wichtig, kommt so ein Term im Dokument vor oder nicht. Gewichte gibt es nicht, das heißt, man kann deswegen auch nicht ranken. Und im Prinzip ist es häufig so, wenn man sich das jetzt für Websuche vorstellen würde, dass einfach die Ergebnismenge viel zu groß ist, die man sich gar nicht komplett anschauen kann. Und deswegen will man ja eigentlich ein Ranking haben. Ausnahmen, wo Bootsches Retrieval dann trotzdem noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, gibt es natürlich auch. Sowas wie systematische Reviews, also wo sich mal jemand hinsetzt und zu einem Forschungsbereich irgendwie alle relevanten Dokumente sich mal anschauen will, um die sozusagen zu screenen und zu sagen, was gibt es denn so zu einem Bereich. Das wird im Prinzip Bootsch gemacht. Also da ist man auch mal bereit, sich 10.000 oder mehrere 10.000 Dokumente am Ende anzuschauen. So wie bei Patenten die Suche danach, ob es das schon gibt, also das nennt man so Prior Art Search, da sind die Leute schon auch bereit, sich viel anzuschauen. Da ist im Prinzip Bootsches Retrieval das Mittel der Wahl. Man kann es natürlich trotzdem dann noch versuchen zu ranken, aber im Prinzip möchte man erstmal im Ergebnisset alles haben, was irgendwie einen gewissen Match hinbekommt. Oder auch sowas wie bei manchen Sachen wie E-Discovery, also solchen juristischeren Suchszenarien, da ist es tatsächlich auch noch ein Nischenmarkt, wo Bootsches Retrieval immer noch das Mittel der Wahl ist, wo das Ranking tatsächlich nicht so wichtig ist. Schwierig ist es dabei aber dann trotzdem immer noch, die eigentliche Ergebnismengengröße zu kontrollieren, im Sinne von, wenn ich ein Budget habe, mir halt 15.000 Dokumente anzuschauen, dann wäre es schon gut, wenn ich die Anfrage so hinkriege, dass am Ende auch so ungefähr 15.000 Dokumente nur zurückgeliefert werden. Weil ich sofort weiß, wenn ich eine Ergebnismenge von 20.000 Dokumenten habe, irgendwelche 5.000 werde ich mir nicht angucken können. Und dann ist es eben immer so, dass ich mir nie sicher sein kann, ob in den 5.000 nicht im Bootsschnurtriebelsinne irgendwie noch was Wichtiges verloren gegangen ist. Das heißt, es sind schon größere Nachteile beim Bootsschnurtriebel. Was dann dazu führt, dass es eigentlich nur in diesen Nischen sozusagen E-Discovery, Prior Art Search oder Systematic Reviews tatsächlich noch immer eines der Haupt-Retrieval-Modelle ist, aber in allen anderen Szenarien, sowas wie Websuche oder so, tatsächlich keine große Rolle spielt. In gewisser Weise
ist es natürlich trotzdem auch bei Websuche so, dass es eine Art der Interpretation der Anfrage gibt, die häufig disjunktiv gedacht ist. Also je mehr Terme gematcht werden, desto besser im Prinzip, desto mehr tragen sie wahrscheinlich zum Score bei dann auch und zum Rang des Dokuments. Das ist so diese Grundboolsche Annahme, die irgendwie noch so ein bisschen vorherrscht, aber im Prinzip ja, meint man natürlich auch bei einer Boolschen Anfrage, die man in Google stellt, wo Boolsche Operatoren damit sind, mit drin sind, dass man eigentlich ein Ranking haben möchte, also die Dokumente weiter oben stehen, wo die Terme quasi häufiger oder wichtiger vorkommen. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass Boolsches Retrieval nicht das einzige Retrieval-Modell geblieben ist, was es so gibt, sondern beispielsweise noch im empirischen Retrieval-Modellbereich das Vector-Space-Modell entwickelt wurde. Das Vector-Space-Modell ist also ein anderes Retrieval-Modell. Die Idee soll also auf jeden Fall sein, den einen Nachteil, den großen Nachteil, den Boolsches Retrieval eben hat, kein Ranking hinzukriegen, diesen Nachteil auf jeden Fall auszugleichen. Weil es ein Retrieval-Modell ist, müssen wir es wieder als Triebel betrachten und uns eben anschauen, wie werden Dokumente repräsentiert, wie werden Anfragen repräsentiert und was ist die Relevanzfunktion. Im Vector-Space-Modell traditionell wird als Vokabular erstmal angenommen, nicht jetzt nur mehr Nomen wie beim Standard-Boolschen Retrieval-Modell, sondern im Prinzip alle Wortstämme, die vorkommen in der Dokumentkollektion, außer, und das wird eben oft dann rausgeschmissen, Stoppwörter. Heutzutage wird man vielleicht auch beim Vector-Space-Modell dann sagen, naja, dann nehme ich die Stoppwörter auch noch mit, aber eben im klassischen historischen Kontext wurden die Stoppwörter entfernt. Hintergrund müssen wir wieder uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Stoppwortlisten, da gibt es nicht nur eine, das ist bestimmt irgendwie kollektionsabhängig und so weiter. Also da gibt es eben nicht nur eine Lösung, wie man das machen kann. Die Repräsentation ist damit aber noch nicht fertig. Wir haben jetzt einfach erstmal nur über das Vokabular sozusagen gesprochen oder die Terminologie. Und die Repräsentation, wie der Name schon sagt, wird jetzt sein, dass ein Dokument als Vektor repräsentiert wird und zwar als t-dimensionaler Vektor. Also so viele Dimensionen, wie ich tatsächlich Vokabular, Terme im Indexterme in der Terminologie bzw. in dem Vokabular der Kollektion habe, ohne Stoppwörter meistens gedacht. Und die ite Komponente dieses Vektors, der jetzt so ein Dokument repräsentiert, ist dann irgendwie das Termgewicht für den Term TI in dieser sortiert gedachten Reihenfolge. Also Terminologie kann man sich beispielsweise alphabetisch sortiert denken, also lexikografisch. Und die ite Komponente im Vektor ist dann einfach das Gewicht für diesen Term in diesem Dokument. Wird man jetzt schon sehen, naja gut, Terme gibt es eine ganze Menge meistens, also ein paar hunderttausend. Dokumente sind meistens gar nicht richtig so lang, vielleicht höchstens ein paar tausend Wörter wird man schon erkennen, dass also die Vektoren sehr dünn besetzt sind. Also die meisten Einträge in so einem Vektor sind tatsächlich dann wohl null. Das Gewicht ist jetzt aber so die Grundidee, soll irgendwie reflektieren, wie wichtig so ein Term für so ein Dokument ist. Man könnte an sowas denken wie Häufigkeit im Dokument oder so. Hatten wir jetzt auch schon gesehen beim Indizierungsprozess. Aber da gibt es eben nicht nur dieses eine Schema, sondern da gibt es eine ganze Menge. Und im Prinzip gibt es für das Vektorraummodell eine ganze Menge verschiedene Gewichtsschemata zum Dokument und auch zum Anfragerepräsentieren, weil im Prinzip die Repräsentation der Anfrage analog zur Dokumentrepräsentation durchgeführt wird. Es ist einfach ein Vektor. Also die Anfrage selbst ist auch ein oft eben t-dimensionaler Vektor. Da sind dann natürlich noch mehr Nullen drin, weil Anfragen noch kürzer sind. Aber die Grundidee ist dann, dass ich die Ähnlichkeit zwischen Anfrage und Dokument so ausrechnen möchte, dass es gar nicht so wichtig ist, dass da so viele Nullen vorkommen. Und da muss ich eben irgendwie unter Effizienzgesichtspunkten versuchen, irgendeine Berechnung hinzukriegen, wo diese ganzen Nullen einfach vielleicht direkt ignoriert werden können. Also repräsentiert werden Dokumente und Anfragen als Vektoren, gewichtete Vektoren. Wenn man jetzt sagen würde, die Gewichte sind alle 0 und 1 nach Vorkommen oder Nichtvorkommen eines Terms in einem Dokument oder einer Anfrage, wäre man im Prinzip wieder beim Vektorraummodell. Also sollte man vielleicht was Besseres als nur 0 und 1 sozusagen als Gewichtsfunktion nehmen. Die Relevanzfunktion ist dann eine, die die Dokumente und Anfragen, also diese repräsentierten Dokumente und Anfragen, als Punkte im t-dimensionalen Raum interpretiert. Das sind ja Vektoren, die zeigen also auf einen Punkt und man fragt sich jetzt, um die Relevanz zu bewerten, wie nah sind denn diese Punkte der Anfrage und eben eines Dokuments sich in diesem Raum? Das sind dann also Distanz- oder Ähnlichkeitsfunktionen, die eben sagen, wie nah oder wie weit entfernt sind solche Punkte für die Anfrage oder so ein Dokument in dem Raum. Und das ist dann im Prinzip die Relevanzfunktion.
Typisch ist sowas wie euklidische Distanz oder noch typischer, was man eigentlich meistens benutzt, die Kosinusähnlichkeit als wichtigste Beispiele, die wir uns dann jetzt hier auch im Folgenden ein bisschen genauer anschauen werden, also die Kosinusähnlichkeit. Grundsätzlich also die Idee, angenommen, wir haben hier nun drei Terme in der Terminologie, Katze, USA, Kreisler, repräsentiere ich die Anfrage, ich repräsentiere das Dokument in diesem dreidimensionalen Raum, höherdimensional kriegt man nicht mehr gut visualisiert, auch im Kopf wahrscheinlich nicht so gut. Und die Frage ist, wie groß ist dieser Winkel zwischen Anfrage und Dokument? Je kleiner, desto besser passt das Dokument zur Anfrage, je größer, desto schlechter. So Grundidee. Wie rechnet man den Winkel aus? Im Prinzip braucht man dazu eine Idee, was eigentlich das Skalarprodukt, beziehungsweise das Dot-Produkt, sagt man wahrscheinlich im Englischen auch oft dazu, was also das Skalarprodukt zwischen zwei n-dimensionalen Vektoren ist. Da steckt nämlich im Prinzip der Winkel auch drin, wenn man das mit der Kosinusähnlichkeit machen möchte. Also A Dot-Produkt B oder Skalarprodukt mit B ist also die Länge von A mal die Länge von B mal der Winkel zwischen beiden. Und das kann ich jetzt natürlich nach dem Winkel umstellen und sagen, ich könnte das Skalarprodukt ausrechnen und durch das Produkt der beiden Längen teilen, wobei die Länge oft sowas wie die L2-Norm oder sowas ist. Und das ist dann also der Kosinus des Winkels. Und je größer der Kosinus des Winkels jetzt ist, desto ähnlicher und desto kleiner ist ja der Winkel zwischen den beiden Vektoren. Je kleiner der Kosinus des Winkels ist, desto unähnlicher sind sich die beiden. Dokument, die beiden repräsentierten Sachen, also meistens ja sowas wie Anfrage und Dokument selbst. Man kann aber auch den Kosinus zwischen zwei Dokumenten beispielsweise mal ausrechnen wollen. Was ist die L2-Norm? Kleine Erinnerung nochmal, also Summe der Quadrate der Vektoreinträge und die Wurzel da draus. Das wäre so die Art, wie man es berechnen will. Sieht man auch gleich, was alles keine Rolle spielt. Naja, sobald hier Nullen drin vorkommen, die kann ich also weglassen. Die machen diese Summe hier nicht größer. Und auch bei dem Skalarprodukt von zwei Vektoren ist klar, dass ich eigentlich nur die Dimensionen beachten muss, in denen beide einen Wert, der nicht 0 ist, haben. Ne? Also Skalarprodukt ist ja einfach ite Komponente von a mal ite Komponente von b plus i plus erste Komponente von a mal i plus erste Komponente von b, also die Summe über diese komponentweisen Produkte. Und wenn eins von beiden, also ein Eintrag in einem der beiden Vektoren, also 0 ist, dann ist also auch das entsprechende kleine Produkt schon 0, wird die Summe nicht größer machen. Das heißt, man muss also hier nur über die Stellen gehen, an denen beide nicht 0 sind, an denen beide Vektoren nicht 0 sind. Was wir jetzt also benutzen werden, im Prinzip ist die Kosinusähnlichkeit als Relevanzfunktion für das Vektorraummodell, also einfach der Kosinus zwischen den beiden, der Kosinus des Winkels zwischen dem Vektor, der die Anfrage repräsentiert, und dem Vektor, der das Dokument repräsentiert. Schauen wir es uns in einem Beispiel an. Angenommen, das Dokument ist irgendwie sowas wie, oder die Terminologie ist sowas wie Kreisler, USA, Cat, Dog, Maus. Und ein Dokument repräsentiere ich also durch Gewichte. Gewichte können erstmal sowas sein, wie oft kommt das im Dokument vor. Andere Wörter kommen also nicht vor. Weiß ich hier, okay, das Dokument selbst hat 20 Wortvorkommen. Kreisler ist eins davon. Eins von 20 sind 5%, wenn ich es nochmal umrechne in eine normalisierte Form, also relative Häufigkeiten. USA 4 von 20, also 20%, 0,2. CAT 3 von 20 sind 15%, 0,15 und so weiter. Und die Anfrage ist meinetwegen Kreisler USA, CAT, Dog, Elephant. Dann sind die relativen Häufigkeiten jeweils 0,2. Also jedes Wort kommt einmal in der Anfrage vor. Und die Frage ist jetzt, wie gut passt denn dieses Dokument hier zu dieser Anfrage? So rein durch drauf gucken würde man sagen, okay, USA ist genau gleich. Alles andere ist immer ein bisschen um diese 0,2 herum. Hier ist es mal 0,05 kleiner, hier mal 0,05 größer. Hier ist es 0,15 kleiner, hier 0,15 größer. Aber so ungefähr in die richtige Richtung zeigt dieser Dokumentvektor schon, wenn ich frage, was ist denn die Richtung, in die dieser Anfragevektor hier zeigt. Und wenn man den Winkel dazwischen tatsächlich berechnet oder eben die Kosinusähnlichkeit, kriegt man raus, der Winkel ist gar nicht so groß, 27 Grad, beziehungsweise die Kosinusähnlichkeit ist ungefähr 0,89. Also würde man schon sagen, es scheint ganz gut zu passen. Also das Dokument würde jetzt also über allem gerankt, was eine kleinere Kosinusähnlichkeit hat, und unter allem gerankt, was eine größere Kosinusähnlichkeit hat als eben 0,89, ungefähr 0,89. So würde man also im Prinzip rechnen, und beim Berechnen selbst, wie gesagt, kann man sich alles das, wo eins von beiden eine Null hat, tatsächlich sparen.
beim Ausrechnen. Wichtig ist noch, was kann man alles tatsächlich vorberechnen, wenn ich hier Dokumente sozusagen habe. Na, die L2-Norm der Dokumente kann ich schon vorberechnet haben. Das kann ich also irgendwo in den Index packen. Das, was ich nicht vorberechnen kann, ist also hier dieses Dot-Product. Da muss ich also einmal über die Komponenten gehen, wo die Anfrage nicht null ist von so einem Dokument. Und naja, die L2-Norm von der Anfrage muss ich auch ausrechnen, aber das geht auch schnell, weil so eine Anfrage üblicherweise sehr kurz ist. Und die L2-Norm für die Dokumente selbst, die kann ich natürlich schon vorberechnet haben. Dokument ist meistens eine ganze Weile dann statisch, wird sich also nicht mehr ändern. Jetzt ist die Frage, was für eine Gewichtsfunktion man denn jetzt eigentlich benutzt. Eben hat man sowas wie ja, relative Termhäufigkeit genommen. Was wir schon immer mal gehört haben, ist sowas wie TF-IDF als eine der bekannten Gewichtsfunktionen im Vector-Space-Modell. Das heißt, die wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. TF selbst ist dann sowas immer wie die normalisierte Termhäufigkeit eines Terms im Dokument D. Für die Normalisierung selbst gibt es unterschiedliche Ideen. Eben im Beispiel hatten wir also gesehen, durch die Dokumentlänge einfach zu teilen, also die relative Häufigkeit zu nehmen. Manchmal macht es Sinn, das noch beispielsweise den Logarithmus davon zu nehmen, um einfach so ein bisschen nicht so einen ganz linearen Zusammenhang hinzukriegen für die Termbedeutung. Also wenn der Term häufiger vorkommt, die ersten 1, 2, 3 Vorkommen eines Terms sind irgendwie wichtiger, als ob das jetzt 7 oder 8 Mal im Dokument vorkommt meistens. Das heißt, oft logarithmisiert man dann tatsächlich das noch. Aber im Prinzip ist die Grundidee zu sagen, in dieser TF-Komponente der Gewichtung fange ich ein, wie wichtig ist ein Term für das Dokument selbst anhand seiner Häufigkeit im Dokument. Üblicherweise würde man das Ganze dann eben noch normalisieren. DF als Document Frequency, also wie häufig, in wie vielen Dokumenten der Kollektion, also der Dokumente, die im Index vorkommen, in wie vielen von diesen Dokumenten kommt ein Term vor? Mindestens einmal, aber es interessiert mich jetzt nicht, ob der da 2 oder 200 Mal drin vorkommt. Ich frage einfach nur, in wie vielen Dokumenten kommt der Term denn vor? Das Ganze wird dann invertiert als Inverse Document Frequency, IDF. Wobei man das üblicherweise logarithmisiert und sagt, okay, ich nehme den DF-Wert, invertiere ihn und habe dann als Zähler die Größe der Kollektion und davon rechne ich den Logarithmus aus. Das bedeutet jetzt, große Werte, große IDF-Werte kommen für Terme zurück, die eher selten sind und kleine IDF-Werte kommen für Terme zurück, die eher häufig sind, also wo quasi Zähler und Nenner hier relativ ähnlich werden, also Terme, die in fast allen Dokumenten vorkommen, haben einen sehr kleinen IDF-Wert, was im Prinzip ja auch aussagen soll, Terme, die in fast allen Dokumenten vorkommen, helfen mir gar nicht, zwischen verschiedenen Dokumenten irgendwie zu unterscheiden. Also Grundidee, die Wichtigkeit eines Terms ist invers proportional zu seiner Dokumenthäufigkeit. Und das Gewicht eines Terms in diesem TF-IDF-Schema wird dann einfach üblicherweise gebildet als Produkt von TF und IDF, wobei eben hier in gewisser Weise normalisiert wird. IDF ist meistens tatsächlich so, also Logarithmus von Größe der Dokumentkollektion durch Dokumenthäufigkeit des Terms selbst, wobei man aufpassen muss, dass man eben hier nur für Terme was ausrechnen kann, die tatsächlich irgendwo vorkommen in der Dokumentkollektion. Ansonsten würde man hier durch 0 teilen. Ist immer ein Problem. Da gibt es manchmal nur so eine Normalisierung, dass man hier plus 1 oder sowas einfach noch im Nenner rechnet. Wie würde diese inverse Dokumenthäufigkeit also im Prinzip aussehen? Annahme, wir haben eine Kollektion, die hat 100 Dokumente und wir schauen uns jetzt an, wie die inverse Dokumenthäufigkeit sich ändert, wenn ich sage, ich komme beispielsweise in einem Viertel aller Dokumente vor, in der Hälfte aller Dokumente oder in Dreiviertel aller Dokumente. Naja, nicht überraschend, es sinkt halt immer weiter ab. Die größten IDF-Werte haben Terme, die in nur einem Dokument vorkommen. Die für 0, die kann man nicht ausrechnen, weil dann tatsächlich hier unten 0 stünde. Da muss man manchmal eben, wie gesagt, noch plus 1 oder sowas unten addieren. Und ja, die niedrigsten IDF-Scores haben Terme, die in fast allen Dokumenten vorkommen. Das heißt, im Prinzip ist das, was man erreichen wollte. Terme, die in wenigen Dokumenten vorkommen, hohe Scores. Terme, die in vielen Dokumenten vorkommen, niedrige Scores. Also so ein bisschen die Wichtigkeit des Terms noch mit zu relativieren. Es ist jetzt nicht wichtig, ob der Term nur oft im Dokument vorkommt, sondern es ist dann auch noch wichtig, wie oft er tatsächlich in der Kollektion insgesamt vorkommt, ob er mir hilft, zwischen verschiedenen Dokumenten zu unterscheiden. Term Frequency selbst ist eine alte Idee, so ein bisschen als Bemerkung dazu, kam schon von Loon 1957, hat schon gesagt, im Prinzip wäre es doch ganz nett,
wenn man die Häufigkeit eines Terms benutzt, um einfach zu sagen, ja, je häufiger ein Autor das in so ein Dokument geschrieben hat, desto wichtiger ist wahrscheinlich dieses Dokument für den Term. Üblicherweise ist es nicht so, dass es linear zusammenhängt, sondern man normalisiert es noch. Das hier war die Normalisierung, wie ich es im Beispiel gemacht habe. Also da ist es schon noch so, wenn ein Term häufiger ist, dann steigt auch seine Term-Frequency relativ proportional an. Aber das, was man auch oft sieht, ist, dass man einfach sagt, ich nehme den Logarithmus der Term-Frequency und addiere noch 1 als Normalisierung des TF-Wertes, des rohen sozusagen TF-Wertes, der einfach nur sagt, so oft kommt der Term im Dokument vor. Oder es gibt auch sowas, dass ich eben durch das Maximum der Term-Frequencies in diesem Dokument sozusagen teile. Also Normalisierung durchs Maximum und dann noch sowas wie k plus 1 minus k mal das davor setze, so eine Art Smoothing eben mache. Üblich ist dann sowas wie k auf 0,4 zu setzen oder so. Aber da gibt es wahrscheinlich noch 100 andere Varianten, wie man TF tatsächlich ausrechnet. Wenn Sie tatsächlich irgendwo mal eine Bibliothek benutzen, um TF-IDF-Werte zu berechnen, sollten Sie eigentlich tatsächlich nochmal reinschauen, wie TF dann konkret implementiert ist. Die Idee der inversen Dokumenthäufigkeit ist von Kernsberg-Jones im Prinzip in einem Paper 72 geliefert worden, wo sie gesagt hat, naja, es wäre schon gut zu beachten, wie häufig ein Term überhaupt in der Kollektion ist, um dann zu entscheiden, wie gut er mir hilft, zwischen verschiedenen Dokumenten oder ein Ranking zwischen Dokumenten hinzukriegen. Terme, die überall vorkommen, helfen eigentlich gar nicht, zwischen Dokumenten zu unterscheiden. Und anschließend wurde dann im Prinzip versucht, eine Art theoretische Begründung abzuliefern, warum IDF eine gute Idee ist. Wenn Sie sich dafür ein bisschen interessieren, da gibt es ein Paper von Stephen Robertson, der war einer der Doktoranden von Kernsberg-Jones, der dann so ein bisschen die Geschichte da auch aufgesammelt hat. Und im Prinzip ist eine Art der Interpretation zu sagen, ja, es ist sowas Ähnliches wie eine Wahrscheinlichkeit. Und bei Wahrscheinlichkeiten möchte ich Dinge addieren können. Deswegen ist es auch so, dass ich im Prinzip da einen Logarithmus anwende, weil das dann additiv wird. Auch das im Prinzip eine Art, drüber nachzudenken, was eigentlich die theoretische Grundlage für die Inverse Document Frequency ist. Im Vektorraummodell selbst könnte man jetzt also basierend auf TF-IDF-Gewichtungen sagen, welche Dokumente werden für eine Anfrage zurückgeliefert. Ein nettes Feature, was auch noch funktioniert, also man kann ja erstmal ranken nach eben TF-IDF-Kosinusähnlichkeit. Ein Feature, was noch ganz nett ist im Vektorraummodell, ist, dass man auch sogenanntes Relevanz-Feedback noch mit einbauen kann. Wenn einem beispielsweise der Benutzer sagt, na hier, das Dokument ist relevant, was zurückgeliefert wurde, das hier ist es nicht. Und dann können wir versuchen, die Anfrage noch so ein bisschen zu ändern, in dem Vektorraum zu verschieben in Richtung der relevanten Dokumente hin. Eine Grundidee dabei ist auch schon in den 70ern dann von Rocchio als Relevanz-Feedback-Verfahren vorgeschlagen worden. Das ist eine einfache Formel, die eben sagt, angenommen, ich weiß was über relevante und nicht relevante Dokumente. Also ich kenne beispielsweise ein paar Dokumente, die relevant sind, ein paar Dokumente, die nicht relevant sind. Relevante Menge ist immer dieses R plus und nicht relevante sind R minus, gesehen auf die Ergebnismenge, die ich angezeigt bekommen habe als Nutzer. Groß R ist immer die Ergebnismenge. R plus ist der Teil davon, der relevant ist. R minus der nicht relevant ist. Oder manchmal eben auch nur ein, zwei, die als relevant bewertet wurden und ein, zwei, die als nicht relevant bewertet wurden. Dann gehe ich mal davon aus, dass relevant und nicht relevant einen leeren Schnitt haben. Dann könnte man die Anfragerepräsentation im Vektorraummodell, also Erinnerung nochmal, das ist einfach im Prinzip Termhäufigkeit, beziehungsweise TF-IDF beispielsweise etwa in der Anfrage selbst, die Terme meistens in der Anfrage alle nur ein-, zweimal vorkommt, die könnte man updaten zu einer neuen Anfragerepräsentation, indem ich sage, okay, ich nehme die alte mit einem gewissen Gewicht, Alpha, also das war meine Vektorraumrepräsentation der Originalanfrage. Und jetzt nehme ich aber noch Wissen dazu, was in den relevanten Dokumenten für Terme vorkommen. Und mit einer gewissen Gewichtung nehme ich dann noch Terme aus den relevanten Dokumenten zu meiner Anfrage hinzu, beziehungsweise erhöhe das Gewicht von den Termen, wenn sie schon in der Anfrage waren. Und mit einem gewissen Dämpfungsfaktor Gamma sage ich auch, Terme, die in nicht relevanten Dokumenten vorkommen, also in der sozusagen negativen Menge, für die nehme ich Gewicht weg. Also falls die Terme in der Anfrage vorkamen, nehme ich Gewicht weg. Oder ich sage für Terme, die in der Anfrage nicht vorkamen, ja, der soll aber auf keinen Fall dabei sein. Das Gewicht möchte ich nicht haben. Aber üblicherweise
würde man in der Normalisierung dann noch, nachdem man dieses RockYou-Update gemacht hat, alles, was negative Gewichte bekommen hat, wieder auf Null setzen. Insofern ist es eher so, dass man hier fragt, gibt es denn Terme, die in den nicht relevanten Dokumenten relativ oft vorkommen, die in der Anfrage auch vorkommen, dann dämpfe ich die Gewichtung sozusagen in der Originalanfrage ein bisschen für meine Refined, also überarbeitete Query. Und die Grundidee ist dann, wenn ich also in diesem Vektorraum, die Punkte sind jetzt hier, die gelben Punkte sind die Anfragen, also die Originalanfrage und die Refined-Anfrage. Die blau-lila Punkte sind die nicht relevanten Dokumente, die roten, orangen sind so die relevanten Dokumente, dass ich dann versuche, meine Anfrage ein bisschen mehr in Richtung der relevanten Dokumente zu bekommen, indem ich einfach die Termgewichte in der Anfrage ändere. Und dann implizit den Winkel, meistens wird die Kosinusähnlichkeit ja benutzt im Vektorraummodell, den Winkel zwischen relevanten Dokument und der Anfrage also deutlich kleiner mache. Die Beobachtung ist dabei, dass ich also Terme hinzufügen kann, mehr oder weniger beliebig viel erstmal hierdurch. Üblicherweise reduziert man es auf höchstens 50, also sowas wie 10, 20 oder so ist okay. Meistens sagt man höchstens 50, also hierdurch, durch diese Komponente würde man höchstens versuchen, 50 Terme dazuzunehmen. Es kann auch sein, dass durch dieses also Dämpfen, durch dieses negative Feedback sozusagen, Terme negative Gewichte bekommen, hatte ich schon gesagt, üblicherweise setzt man die dann tatsächlich auf Null und lässt die nicht negativ. Und die Grundidee ist, dass der Vektor, den ich hier original hatte, der Anfragevektor, wenn ich ihn dann durch dieses Query Refinement verarbeitet habe, also Q', dass das dann deutlich näher zu den relevanten Dokumenten kommt. Also eigentlich wird es auf den Zentroiden der relevanten Dokumente hinzubewegt, also auf den Durchschnitt kann man sich denken aller relevanten Dokumente. Das funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn die relevanten Dokumente alle irgendwie gut nah beieinander liegen. Man würde sagen, wenn die sich gut clustern lassen, also wenn das ein relativ kompaktes Cluster ergibt. Für Topics, die mehrere Facetten haben, also diverse Antworten erfordern, funktioniert es meistens nicht so gut. Also wenn ich jetzt sowas, eine mehrdeutige Anfrage vorgebe, sowas wie Jaguar oder so, und dann eben sehe, da gibt es Dokumente zu Katzen, zu Autos, zu Flugzeugen, zu Sportteams und die sind alle irgendwie relevant, dann wird es irgendwie schwierig, die Anfrage auf ein konkretes Cluster von relevanten Dokumenten hinzubewegen. Das funktioniert dann meistens nicht so gut. Aber für Anfragen, die also eher nur eine konkrete Interpretation zulassen, ist es meistens eine gute Idee, noch so ein bisschen die Anfrage durch Termergänzungen zu erweitern. Dieses Relevanz-Feedback kann man also gut einsetzen, um die Anfrage zu verbessern. Die Frage ist, wie kriegt man das Relevanz-Feedback? Naja, entweder fragt man den Nutzer direkt danach, also wenn der Nutzer sagt, hier für die 10 Treffer, die du mir angezeigt hast, die 7 waren relevant, die 3 nicht. Das wäre also direktes Feedback. Oder man beobachtet den Nutzer einfach, indem man viele Nutzer, die gleiche Anfrage stellen, indem man deren Klicks beispielsweise lockt. Zum Logging kommen wir später wahrscheinlich in der Vorlesung auch nochmal, aber wir hatten schon gesehen, das ist irgendwie eine der wichtigeren Komponenten. Man protokolliert also, was die Nutzer geklickt haben und man hat dann irgendwie eine Art Klickmodell, eine Art Interpretation der Klicks, die sagen, alles, was geklickt ist, ist relevant wahrscheinlich gewesen, alles, was nicht geklickt wurde, ist nicht relevant oder nur der letzte Klick ist relevant, solche Geschichten. Oder es gibt auch noch die Art, überhaupt nicht auf den Nutzer zu achten und zu sagen, naja, ich denke, mein Retrieval-System ist schon ziemlich gut. Die Top-K-Treffer, beispielsweise die Top 5, Top 10, die sind auf jeden Fall relevant. Die nehme ich als Pseudo-Relevanz-Feedback an und sage, ja, dann bewege ich einfach mal die Anfrage noch ein bisschen mehr auf die Top-K-Treffer hin und habe dann die Hoffnung, dass alles, was nach den Top-K kommt, danach bei der refineden, also bei der verbesserten Anfrage, bei der verfeinerten Anfrage noch besser dazu passt, als vorher die Ränge 11, 12, 13 vielleicht gepasst haben, so in diese Richtung. Also diese drei Arten des Relevance-Feedbacks werden üblicherweise unterschieden. Explizit macht dem Nutzer natürlich ein bisschen mehr Mühe, implizit, da beobachte ich die einfach, ist so ein bisschen vorauschter, also muss ich die Frage stellen, welcher Klick war denn jetzt einer, der Relevanz anzeigt? Muss man vielleicht noch ein bisschen gucken, wie lange haben die Leute dann die Dokumente tatsächlich angeschaut, auf die sie geklickt haben oder so. Und als letztes dann einfach die Annahme, das, was ich als meine Top 3, Top 5 Treffer oder sowas zurückgeliefert habe, das wird schon relevant gewesen sein. Dann werde ich einfach die Anfrage noch ein bisschen mehr in diese Richtung bringen. Birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, falls die Top 3, Top 5 nicht relevant waren, dann wird die Anfrage eher in den Bereich der Nicht-Relevanten gedrückt und eher weg von dem, was der Nutzer eigentlich wollte.
Ja, aber das wären dann schon Sachen, die man später auch nochmal im Bereich des Query Refinements sich anschauen könnte, wo es dann tatsächlich um die Nutzerinteraktion geht, um die Interpretation der Anfrage einer Nutzeranfrage. Und da gibt es so beispielsweise diese Art Relevanzfeedback, die man beim Vektorraummodell sehr leicht einbauen kann, indem man einfach eben die Gewichte, die man für die Anfragerepräsentation ursprünglich ausgerechnet hat, einfach manipuliert und sagt, wenn ich noch weiß, was relevant ist, dann nehme ich davon noch Terme dazu. Wenn ich weiß, was nicht relevant ist, dann dämpfe ich das Gewicht dieser Terme noch ein bisschen. Und am Ende wird die Anfrage besser zu den relevanten Dokumenten passen, unter gewissen Voraussetzungen. Ja, das so viel vielleicht zum Vektorraummodell als zweiten Repräsentanten der empirischen Modelle. Vorteile im Prinzip gegenüber Boolean Retrieval. In den meisten Szenarien habe ich eine deutlich bessere Effektivität. Also ich kann ranken, was beim Boolean Retrieval eben nicht ging. Und eben außer in diesen Nischen, die wir für Boolean Retrieval gesagt haben, würde man auf jeden Fall das Vektorraummodell mit TF-IDF-Gewichten und Kosinusähnlichkeit beispielsweise dem Boolean Retrieval vorziehen. Ein Vorteil ist auch noch, dass man sozusagen nur teilweise Matches mitbekommen kann, dass man eben sagt, okay, die Anfrage, die hat zwar 5 Terme, aber ich finde überhaupt kein Dokument, was alle 5 Terme enthält. Beim Vektorraummodell wird es dann trotzdem auch Dokumente geben, die nur 4 dieser Terme beispielsweise matchen, die dann besonders gut abschneiden, wenn es keine gibt, die 5 matchen. Also solche teilweisen Matches sind ein Vorteil. Nicht beim Boolean Retrieval möchte ich immer, dass das Dokument, wenn es in die Ergebnismenge kommt, tatsächlich die Formel erfüllt, also auf jeden Fall alle die Terme enthält, die enthalten sein sollen. Hier beim Vektorraummodell kann man also auf solche teilweisen Matches sich zurückziehen. Das ist auch oft ganz gut, wenn eine Anfrage beispielsweise sehr speziell gewesen ist. Und die Grundannahme ist natürlich, dass trotzdem dann Dokumente weiter oben gerankt würden, die mehr von den Anfragetermen matchen, weil dann der Score wahrscheinlich größer wird, weil die Kosinusähnlichkeit dann kleiner ist, wenn die entsprechenden Vektoren in eine ähnliche Richtung zeigen. Und eben der ganz wichtige Punkt, dass die Relevanzfunktion hilft, ein Ranking zu bestimmen zwischen den Retrieveden, also den zurückgelieferten Dokumenten, über eben die Ähnlichkeit zur Anfrage. Ein Nachteil beim Vektorraummodell ist, dass man davon ausgeht, dass die Indexterme im Prinzip unabhängig voneinander vorkommen, weil ich ja keine Abhängigkeiten zwischen den Vektorkomponenten irgendwo mit einberechnet habe. Und Unabhängigkeit zwischen Wörtern, da wissen wir schon genau, nee, die gibt es eigentlich nicht. Oft kann ich ziemlich gut abschätzen, was das nächste Wort sein wird, wenn ich die 2, 3 Terme davor kenne. Und das heißt, eigentlich kommen Wörter nicht unabhängig voneinander vor. Das Vektorraummodell nimmt das aber eben an und funktioniert ganz gut. Das heißt, diese falsche Annahme der Unabhängigkeit funktioniert trotzdem ganz gut, aber man muss im Hinterkopf behalten, die Unabhängigkeit ist irgendwie eine Annahme, die eigentlich nicht der Realität entspricht und trotzdem, vielleicht in Anführungsstrichen überraschenderweise, doch ganz gut funktioniert. Ja, so viel zu den empirischen Modellen. Wie gesagt, wir haben uns angeschaut, Boolsches und Vektorraummodell und werden dann im nächsten größeren Abschnitt zu den probabilistischen Modellen kommen und da speziell uns auf das BM25-Modell hinarbeiten wollen, was eben eines der bekannteren Retrieval-Modelle ist und sehr weit verbreitet tatsächlich oft die Baseline ist, die es zu schlagen gilt. So viel aber zu den empirischen Modellen. Danke.